Ganz lieber Kollege, und das ist wörtlich zu nehmen, Lehrerkollege bis zum letzten Jahr an der Sportschule Potsdam als Lehrertrainer für die Sportart Handball aktiv, selbst aktive Sportlegende hier in Potsdam. Da brauchst du nicht lachen. Aber vielleicht stellst du dich selber kurz vor, Jan. Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier das erste Mal einen Livestream mit kommentieren darf. Aktuell habe ich die Schule gewechselt, bin ein Sportlehrer an der Voltaire-Schule, vorher als Lehrertrainer aktiv und gleichzeitig auch 4 Jahre lang der Klassenlehrer von Noah und ich glaube 2 bis 3 Jahre lang der Klassenlehrer von Melvin, Tyler, Arne. Und Jonas hast du vergessen. Nee, Jonas hatte ich ja ganz am Anfang gesagt. Ich dachte, ich hatte Noah verstanden. Ja, Noah hatte ich, da habe ich ihn versprochen. Ich meine natürlich Jonas. Und das ist schon auch spannend zu sehen. Das sind jetzt Erwachsene. Die haben sie eingeschult als kleine Siebklässler. Und freut man sich, dass sie immer noch dabei sind und ja auch sehr erfolgreich sind. Gleichzeitig habe ich dich ja vorhin gefragt, ob sie auch eine gewisse Favoritenrolle hier in diesem Spiel haben oder vielleicht sogar auch in der Saison. Wie sieht das aus? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir wieder um den deutschen Titel mitspielen können. Wahrscheinlich sind wir von der individuellen Besetzung her auch Favorit auf den Titel. Aber am Ende geht es bei so einem Endrundenturnier, für das wir uns bestimmt qualifizieren werden, um einzelne Matches. Und wie schwer das ist, haben wir in den letzten Jahren in den beiden Altersklassen sehen müssen und erleben dürfen. Diese Mannschaft, ja, 2007 und jünger, hat mit einem Tor die deutsche U16-Meisterschaft verloren. Ist ja falsch zu sagen. Also hat Silber gewonnen, aber nur mit einem Tor das Endspiel verloren. Jetzt zuletzt vor 3 Wochen. Oder 2 Wochen die U16-Meisterschaft im Jahrgang 2008 auch mit einem Tor verloren und dort Silber gewonnen. Das heißt, wir sind schon in diesen Jahrgängen absolute Spitze, aber es gibt eben noch andere Vereine wie die White Sharks und insbesondere in der Altersklasse der SV Cannstatt, die uns sehr, sehr gefährlich werden können und die uns sicher in der Lage sind, in einem Spiel mal zu besiegen. Du hast es ja gerade angesprochen, dass bis vor kurzem noch die deutsche Meisterschaft in der U16 war. Ich finde das sehr, sehr kurz in der Zeit, in der Vorbereitungszeit als neues Team. Ist das ein Problem oder haben das alle? Oder? Na, das haben wir in dem Moment alle, aber es ist tatsächlich nicht ideal und dem trägt jetzt auch der Deutsche Schwimmverband Rechnung, dass diese U16-Meisterschaften letztmalig im Oktober ausgespielt wurden in diesem Jahr. Ab sofort rutschen die auch in den normalen Saisonverlauf. Somit ist dann vor der Sommerpause, vor den Sommerferien sind dann alle Altersklassen abgeschlossen, von den Männern bis zu den kleinen Mäusen. Und damit kann dann eben auch eine konzentriertere Vorbereitung auf die neue Saison stattfinden. Ja. Und das ist eben daher nochmal schwieriger. Wir haben ja hier Spieler dabei in beiden Mannschaften, die sogar schon erste Bundesliga spielen. Mit dem Kapitän Arne Hofmann von uns, den ich glaube sogar besten deutschen Torschützen, also den besten deutschen Torschützen der Bundesliga aktuell in der A-Gruppe. Okay, wow. Und das ist natürlich auch spannend zu sehen, wie der Bursche hier jetzt in seiner Altersklasse die Mannschaft führt, ob er da auch diese dominante Rolle einnehmen kann und wird und will. Und alles spannend zu sehen. Auf jeden Fall haben die natürlich ohnehin so viele Doppelaufgaben, U16, U18, erste Herren, zweite Herren. Und damit ist das sicherlich eine vernünftige Entscheidung, jetzt eben diese U16-Altersklasse auch vor die Sommerpause zu packen, damit eben sich dann unmittelbar nach der Sommerpause in einen vernünftigen Vorbereitungsprozess bewegt werden kann. Ich finde das ja grundsätzlich nicht schlecht. Also sicherlich die Belastung ist groß, wenn man in 2 Wettbewerben aktiv ist, im Männersport und auch noch im Jugendbereich. Aber die Jungs sind halt auch noch in der Entwicklung und auch so eine Verantwortungsübernahme in der U18 kann für Arne sehr, sehr hilfreich sein. Unbedingt. Also die Rollen sind ja, bei Arne vielleicht gerade sind die Rollen eben nicht so verschieden, weil er schon bei den Männern eine unheimlich dominante Rolle einnimmt. Aber es gibt andere Spieler. Tyler Kugler ist Teil des engsten Kaders in der ersten Männermannschaft und spielt natürlich da eine andere Rolle, als er hier spielen soll im U18-Wettbewerb. Genau wie Melvin Karpinski, Jonas Große, auch die beiden sind in der
Trainingsgruppe der Männerbundesliga Melvin auch dieses Jahr, glaube ich, schon mit 2 Erstliga-Einsätzen. Jonas noch nicht. Und sag mal, als ganz junges und neuestes Talent bei den Männern ist Marian Koop, Jahrgang 2008. Auch er wird sicherlich, hat letztes Jahr schon bei den bei Potsdam in der ersten Liga gespielt. Insbesondere bei dem legendären Spiel hier im Blue gegen die Wasserfreunde von der 04. Erstmalig wurden die da besiegt und da hat er als 15-Jähriger mitgespielt, auch ein Riesentalent. Und ja, für die Gesamtentwicklung, du hast es gesagt, ist das super, super wichtig und gut, dass die verschiedene Rollen einnehmen. Aber gleichzeitig muss man halt aufpassen, dass man die Jungs auch insgesamt nicht überlastet mit diesen ganzen. Ja, ja, ich finde das beeindruckend, weil das im Handball undenkbar wäre, dass ein 15-Jähriger gegen ein internationales Spitzenteam spielen würde. Das aber ist undenkbar. Ja, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Das ist krass, aber da, vielleicht ist das eben auch exklusiv für Handball. Also wenn man überlegt, wie jung die Fußballer jetzt inzwischen sind. Da spielen ja auch 16-Jährige bei der EM. War das nicht ein 16- oder 15-Jähriger sogar? Ja, ich glaube, er war 16. Oder 16 Jahre alt. Also das scheint ja jetzt dann vielleicht eher eine Exklusivität der Sportart Handball zu sein, dass man so jung noch nicht in die erste Herren oder in den absoluten Spitzenbereich schafft. Und im Basketball, guck mal, die Leute werden inzwischen als 17-Jährige in der NBA gedraftet und in die Liga geholt. Also das ist jetzt keine so große Besonderheit, glaube ich. Und auch im internationalen Wasserball gibt es immer wieder diese großen Talente, die schon mit 16, 17, 18 Jahren in den Top-Ligen Europas spielen. Unabhängig davon ist es auch verboten im Handball, so jung mitzuspielen. Da gibt es nur Ausnahmen für DHB-Kader, die dann schon mit 17 im Männerbereich aktiv werden dürfen. Okay. Also da gibt es auch Regularien, die das verbieten. So, jetzt geht's los. Geht los, Anpfiff und den ersten Ball holt Tyler Kugler. Ja, um das Thema abzuschließen, ist natürlich auch Handball in der körperlichen Belastung nochmal eine ganz andere, also in der Verletzungsanfälligkeit als Wasserball und vielleicht sogar Fußball. Ich glaube, Handball ist schon eine der verletzungsträchtigsten Sportarten. Und da ist es wahrscheinlich vernünftig, die Jungs erstmal Männer werden zu lassen, bevor sie bei den Männern spielen. Aber jetzt erster Angriff. Und dort aber wurde unserem Center Melvin Kapinski sauber der Ball abgenommen in der Centerverteidigung. Und erste Möglichkeit für die White Sharks Hannover, die einen neuen Trainer am Beckenrand haben. Attila Demir, ganz spannend, wusste ich gar nicht. Ein ganz, ganz feiner Mensch. Ausschlussfehler auf der Center-Position. Marian Koop mit dem ersten persönlichen Fehler und die White Sharks in Überzahl. Marian da im Duell mit seinem Nationalmannschaftskollegen Noel Palata. Einer der stärksten. Entschuldigung. Die erste Parade von Maurice? Ja, mit einer Blockade vorher. Gut verteidigt da in Unterzahl. Den muss er auch halten. Das war jetzt keine. Ja, viele, viele dieser Spieler spielen eben in den Nationalmannschaften zusammen. Wir sehen hier ganz, ganz zahlreiche Nationalspieler. Fast alle Spieler von den 14, die gerade im Wasser sind, haben einen Bundeskaderstatus und sind in den einzelnen Nationalmannschaften vertreten. Jetzt Jonas Große am Ball, Arne Hofmann. Und da ein bisschen glücklich als Abstauber. Erfolgreich. Marian Koop. Werden denn die Jungs aus Hannover auch so viel eingesetzt im Männerbereich oder ist das in diesem Verein nicht so? Absolut, ist genau der gleiche Weg. Ich glaube allerdings, dass aus dieser Mannschaft, wir können ja gleich mal schauen, ob aus der Mannschaft, die heute spielt, gestern schon welche dabei waren. Also, kannst du das mal machen, Erik? Ich glaube, dass Erik Heinrich, der Torhüter bei den White Sharks Hannover, gestern als zweiter Torwart mit dabei war, aber nicht gespielt hat. Ansonsten weiß ich das nicht. Bei uns waren dabei Arne Hofmann und Tyler Kugler.
Aber sonst ist das, gehen die White Sharks genau den gleichen Weg wie Potsdam. Potsdam jetzt mit einer sehr recht hohen Verteidigung. Ja. Aber beide Teams verteidigen recht offensiv, würde man sagen. Ja. Oh, schlechter Pass. Ansonsten eine tolle Gelegenheit. Gut vorbereitet von Elias Götke mit der Einschwimmbewegung. So, hier haben wir es eingeblendet. Ich sehe jetzt Jahrgang 2007 nur Erik Heinrich, ne? Das ist der Einzige. Ja. Also sonst war gestern keiner dabei. Beim 14-10 Erfolg unserer Männer gegen eben diese White Sharks Hannover. Was für die Jungs ja nicht eine unerhebliche Belastung, ne? Wenn die gestern schon gespielt haben, spielt ja das eine Rolle? Oder? Naja, die sind es in dem Alter zumindest noch gewohnt. Haben ja diese Turnierbelastung bei U16, U18, diese Endrunden. Oh, schöne Möglichkeit, aber hier erstmals Erik Heinrich mit den Händen am Ball. Gute Parade des White Sharks Keepers. Nee, die Jungs sind das, denke ich, in der Altersklasse noch gewohnt. Gut. Aber jetzt auf unserer Seite auch Maurice Lehmann mit ersten tollen Parade. Maurice Lehmann. Da schön geholfen vom Torhüter, aber der Verteidiger zieht vorher schon zu sehr, so dass da eben der Ausschluss erfolgt ist. Wenn er in dem Moment die beiden Arme rausnimmt, der Hannoveraner Center-Verteidiger, gibt es den Ausschluss nicht, weil der Torwart schön geholfen hat. Und da ist das 2:0. Genau, schauen wir nochmal hin. Tyler Kugler mit dem Langball. Schöner Pass. Und Direktabnahme durch Elias Götke, der normalerweise auf der rechten Seite zu finden ist, jetzt auf links mit seinem ersten Treffer und der 2:0 Führung. Ja, noch ein Satz zum Coach der White Sharks Hannover, Attila Demir, selbst absoluter Topspieler. Aus dem Jahrgang 1994, glaube ich, ist er geboren, war Kapitän der Nationalmannschaft, hat mit den White Sharks Hannover damals in deren Altersklasse alles dominiert und ist nebenbei ein ganz, ganz feiner Mensch und ich habe ihm auch ein bisschen was zu verdanken. Er hat mir sehr geholfen mit seiner trainingswissenschaftlichen Expertise bei meiner Masterarbeit. Danke, lieber Attila. Ja, das ist immer wieder schön zu sehen, wenn sich Topspieler, also wirkliche Topspieler, dann im Jugendbereich engagieren und dann ihre Expertise dort einbringen und die Jungs so viel davon lernen können. Ja, und das ist im deutschen Wasserball leider viel zu selten der Fall. Viel zu. Und jetzt Arne Hofmann, den wird er sich nehmen. Aber auch da, starke Parade. Hat einige Paraden jetzt schon gehabt. Ja. Achso, der Ball ist offenbar ins Seiten ausgegangen. Und wenn der Torwart aber den Ball ins Seiten aus oder ins Tor aus befördert durch so eine Parade, dann bleibt die angreifende Mannschaft im Ballbesitz. Anders als beim Handball. Bei euch ist es genau andersrum. Ah, zweiter Versuch. Ja, Melvin möchte da einen Strafwurf, aber es war keiner. Also das war vollkommen zu Recht. Nicht auf Strafwurf entschieden. Da sehen wir es nochmal. Potsdam ohne Linkshänder unterwegs und trotzdem geht einiges über rechts. Ist das normal, weil Arne Hofmann so hoch gedeckt wird? Oder? Oh, Maurice ist wirklich stark. Ist richtig schön zu sehen. Hier, schau nochmal hin, Jan. Dieser lange Querpass, kompletter Seitenwechsel. Ja, und da hat er den mit beiden Händen. Also da freue ich mich sehr, dass der Junge so in diese Phase hier findet, hat jetzt schon ein paar Mal die, aber auch auf der anderen Seite, also gerade wirklich beide Torhüter in absoluter Topform, sehr schön. Ja, 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 ja.
Ja, das ist ein bisschen ungeschickt von den Hannoveranern. Die Hilfe ist immer da, aber sie ziehen dann trotzdem noch schön auch für Michael Vorogoshin auf unserer Center-Position, der jetzt die zweite Zeitstrafe dort provoziert. Oh. Und Tyler wieder ein bisschen unsicher am Ball. Schade, vertane Chance. Jo. Ja, es geht. Wir haben einen Linkshänder, unseren brasilianischen Gastschüler, der noch bis zum 31. Januar bei uns ist, aber ist sicherlich keiner der Topspieler. Und das ist so das Einzige, vielleicht, was dieser Mannschaft fehlt. Ein sehr guter Linkshänder. Auf allen anderen Positionen sind wir wirklich sehr gut besetzt. Oh. Arne Hofmann da mit dem Ausschluss. Reklamiert zwar, er hatte beide Arme oben gehabt, aber hält vorher schon. Der Ausschluss gerechtfertigt. Wieder gut verteidigt in Unterzahl. Ja, der Center macht gut Betrieb von Hannover. Ja. Und trotzdem geht halt viel über die rechte Seite, um den Ball dann eben in diesen Querpässen auf die Rechtshänder auf der anderen Seite zu bringen. Okay. Oh, ich meine, da war Erik Heinrich auch dran, aber vielleicht habe ich mich geirrt. Gucken wir nochmal hin, ob wir es sehen. Ich hatte die Shotclock jetzt nicht im Blick, aus meiner Sicht einen Tick zu früh abgeschlossen. Also ja, kann sein, aber ist natürlich auch mit so einem Spieler wie Arne, naja, der darf dann eigentlich immer schießen. So, wer war es bei Hannover, der jetzt getroffen hat? Ist bei den Kappen immer schwer zu erkennen, gerade für so ein... Aus meiner Sicht die 4. Hast du recht gehabt. Alexander Metiska. Auch einer der großen Talente des deutschen Wasserballs. War jetzt sogar als Jahr 2007, meine ich, mit bei den U19-Europameisterschaften, wo eigentlich der Jahrgang 2005 gefordert war, mit dabei. Mit nicht so viel Spielzeit, aber trotzdem sicherlich für ihn eine tolle Leistung, da überhaupt in der Mannschaft dabei gewesen zu sein, die einen überragenden fünften Platz belegt hat bei der EM. Letzte Minute. Ganz stark von Elias Goethke. Eigentlich ja überhaupt nicht seine Position auf der Center-Position. Toller Pass von Arne und dann wird er und schießt selbst. Schauen wir mal. Erste Viertel ist auch gleich um. Aus meiner Sicht ganz guter Start. Wenn jetzt noch reingeht, 3:1. Das kann man so mitnehmen. Unbedingt. Ja, 3:1 Führung für Potsdam. Zweimal Elias Goethke, einmal Marian Koop. Das freut natürlich den U16-Trainer, der diese drei Jungs noch bis vor zwei Wochen betreuen durfte. Oh, das hier die 2008er, so eine tolle Leistung. Marian, Maurice im Tor und Elias mit drücken gerade dem Spiel hier so ein bisschen den Stempel auf. Und da haben wir Joao jetzt am Ball. Hier unten, das ist der Linkshänder, der aber jetzt nicht so glänzen konnte mit dem Pass. Elias jetzt mit dem Foul. Noch 9 Sekunden. Und jetzt Joao, vielleicht nimmt er sich das Herz und wartet ein bisschen zu lang. Ja, da war das Wurffenster dann schon geschlossen, als er sich dafür entschieden hat. Ja, das ist ein gutes Bild. Wurffenster heißt das bei euch? Ja, so würde ich es jetzt mal nennen. Ne? Es ist ja kurz offen und dann kommt der Block und schließt das. Das Lau, hättest du ja auch den Ball zum Torwart nehmen können, dann kann er den auch ordnungsgemäß ausführen. So, 3:1. 3:1, Viertelpause im Match gegen die White Sharks Hannover. Und man sieht schon, dass eben, beide Torhüter haben natürlich einen sehr guten Tag, aber wenn jetzt nur der Hannoveraner einen guten Tag hätte und Maurice nicht diese Spitzenleistung zeigen würde, dann könnte es auch gut und gern schon 3:3 stehen. Also man sieht schon, dass beide Mannschaften auf einem sehr hohen Niveau
sich hier gegenüberstehen. Gleichzeitig, finde ich, hat Potsdam sehr gutes Passspiel gehabt, vor allem auch in den Querpässen, sodass man da gute Wurfmöglichkeiten direkt vorm Tor hatte. Ja, aber waren eben auch ein paar einfache Fehler dabei. Ja, ja. So, erzähl mal ein bisschen von deiner sportlichen Karriere. Ich weiß, du machst das nicht ganz so gern, aber ich finde schon, dass das eine Erwähnung finden sollte. Was hast du sportlich geleistet, bevor du als Trainer in den Handballsport gewechselt bist? Ja, ich bin so wie die Jungs hier im Wasser in der 9. Klasse an die Sportschule als Quereinsteiger gewechselt, aus Frankfurt-Oder damals. Wurde da über die Landesauswahl gesichtet und dann gab es die Möglichkeit, nach Cottbus oder nach Potsdam zu wechseln und hatte mich da für das neue Projekt Potsdam entschieden, die ja damals erst ein Jahr zwei Jahre an der Sportschule generell aktiv waren. Und habe dann dort auch mein Abitur abgelegt und habe meinen ersten Zweitligaspiele als Zwölftklässler gemacht. Und so bin ich dann auch relativ zügig in den Männerbereich gekommen und habe zwei Aufstiege in die zweite Bundesliga erleben dürfen. Im ersten Jahr vielleicht hatte ich noch nicht ganz so große Anteile. Im zweiten Jahr war ich dann schon gestandener Spieler und habe dann auch meine Anteile dazu beigetragen. Und dann haben wir 3 Jahre lang in Folge in der zweiten Liga gespielt. Ja. Und sind dann aber leider, als die Ligen zusammengeführt wurden, in diesem Jahr abgestiegen. Sehr unglücklich aus meiner Sicht, weil wir eigentlich eine gute Mannschaft hatten, aber so ist es im Sport. Wenn man halt absteigt, steigt man ab, da war die Mannschaft dann doch nicht so gut. Und bin dann nach Schwerin gewechselt zum Ex-Bundestrainer Christian Prokop. Wir hatten da ein sehr, sehr gutes Spiel, eine sehr, sehr gute Mannschaft zusammen. Leider ist der Verein dann insolvent gegangen, dass ich dann ein wenig in der Luft gehangen habe und habe dann einen Wechsel zu den Füchsen Berlin vollzogen und habe da im Profikader trainiert. Das hat nicht ganz gereicht für die erste Mannschaft, sodass ich danach wieder nach Potsdam gewechselt bin, um mein Studium zu beenden. Und habe dann noch, glaube ich, 3 oder 4 Jahre als Kapitän für den VfL Potsdam gespielt. Genau, Linkshänder, warst du einer von den Faulen, die da immer außen gewartet haben? Ja, im Spiel ja. Also als Spieler würde ich mich gar nicht so als faul bezeichnen, weil ich nicht ganz so talentiert war. Ich musste mich anstrengen und ich glaube, das hat mich dann auch immer ausgezeichnet, dass ich sehr ehrgeizig war. Und aber aufgrund meiner Körperlichkeit. Super Spiel, super, Entschuldigung, dass ich dir das Wort falle. Aber Elias Gürtke macht hier wirklich ein ganz fantastisches Spiel. Und der war nicht leicht. Als Rechtshänder. Ja. Ja, das ist im Handball ist das ja seltener, dass auf rechts außen, so heißt die Position ja bei uns, ein Rechtshänder spielt, aber das hasst jeder Torhüter. Weil das kriegt man in der Kabine von der Mannschaft dann immer noch mal erzählt, dass man von einem Rechtshänder aus so spitzen Winkeln ein Tor kassiert hat. Weißt du, wie viele Spiele du für den VfL Potsdam gemacht hast? Keine Ahnung, aber ich war, glaube ich, 10 Spielzeiten mit einer Unterbrechung für den VfL aktiv. Okay. 10 oder 11 oder 12. Also auf jeden Fall 150 Partien, wahrscheinlich sogar mehr. Ja, also cool. Schon, ja, so ein kleiner Heimscheißer. Ja, ja, sehr, sehr gut. Und wieder Elias. Stark. Komm, mach ihn. Und wieder und Strafwurf. Also wirklich echt großartig, was der hier abliefert. Hier haben wir es nochmal schön in der totalen prima Bilder von Stefan Hasche. Und eindeutiger Strafwurffehler. Und den nimmt er sich auch. Ja, da sieht man auch den Willen. Ich mag das immer, wenn Spieler so einen unbedingten Willen haben, sich durchzusetzen. Und er wird dafür belohnt. Ja. Ja, Torhüter steht jetzt leicht vor dem Tor. Immer auch dieses Spielchen immer. Bei uns müssen ja die Torhüter auf der Torlinie wirklich sein mit dem Kopf. Und geht da noch ins Aus? Hat der Schiedsrichter alle Äuglein zugedrückt. Kein Treffer per Strafwurf. Schade für Elias, der jetzt fast den Ball gleich wieder erobert. Wunderbar. Und Hannover zumindest mit keinem guten Start hier in dieses Viertel. Ja, die müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass sie dranbleiben, würde ich sagen. Ja. Jetzt nicht ganz unwichtige Phase für Hannover. Sehr schöner Pass. Ausschlussfehler. Auf das der Michael Vorogoschin als wieder 2008er, wieder mit einer exzellenten
Leistung auf der Center-Position, inzwischen die dritte Zeitstrafe. Und Marian Koop mit seinem zweiten Treffer, diesmal sehr, sehr gut bedient von Tyler Kugler. Der hier jetzt bereits mit seinem zweiten Assist glänzen kann, Tyler. Aber da ist das 5:1. Aus meiner Sicht haben sie ein paar Schwierigkeiten mit der Center-Verteidigung, wenn ich das jetzt mal als Laie hier so beurteilen darf. Absolut, sie spielen Zone und kassieren trotzdem die Ausschlüsse. Das ist das, was ich vorhin schon sagte. Sie müssen da ein bisschen smarter einfach in dieser letzten Phase sein. Wenn der Ball kommt, muss der Center-Verteidiger beide Arme hochreißen, um dem Schiedsrichter zu zeigen, er hält nicht. Und dann haben eben auch die Mitspieler die Möglichkeit, den Ball abzuspielen. Und wie ist die Defense von Potsdam zu beurteilen? Darüber haben wir jetzt noch sehr wenig gesprochen. Ja. Relativ viele Ballgewinne. Jetzt viele Ballgewinne, ein hohes Pressing, was sich bezahlt macht. Im ersten Abschnitt musste man aber schon konstatieren, dass eben Maurice dort schon einige Male in gefährlichen Situationen ran musste. Also oh ja. Das, also dafür, dass er vorhin so viele Paraden hatte, darf ihm das aus meiner Sicht würde ich auch sagen nicht passieren. Ja, kurze Ecke. Ja. Aber auch stark abgeschlossen. Kompromisslos. Genau, so kennen wir ihn, Tom Luca Reisewitz. Kompromisslos. Ja, die Nummer 6 mit dem sechsten Treffer für Potsdam. Jetzt wird es doch deutlich. Aber es ist noch viel Zeit. Sehr hohe Verteidigung jetzt hier. Ja. Da ist eben mit Marian Koop schon einer der besten Center-Verteidiger Deutschlands dort hinten. Und jetzt am Ende dieses Angriffs geht dann Potsdam noch in die Zone. Oh, stark verteidigt jetzt, würde ich das sagen. Naja. Schauen wir noch mal hin. Also sie sind zu zweit, deswegen gibt es keinen Strafwurf. Aber ich glaube, die können sich nicht beschweren, wenn es einen gegeben hätte. Aber ich denke, es ist okay, nicht zu pfeifen. Aber ich fand es jetzt nicht so exzellent verteidigt. Ausschlussfehler erneut provoziert von Elias Götke. Und da wollte Tyler jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Das war zu früh, gerade wenn man in einer Überzahlsituation ist. Das kann man ja eigentlich in Ruhe sich zurechtlegen. Zumindest im Handball dann so. Das sind so Momente, wenn man als Trainer ein bisschen lauter wird, weil dann die Disziplin verloren geht. Obwohl man sagen muss, dass im Wasserball oder meine Philosophie als Trainer ist schon die, dass man nach diesen Ausschlussfehlern entweder ganz, ganz schnell den Abschluss sucht, um die Situation zu nutzen, in der die Verteidigung noch nicht so sortiert ist, oder dann eben wirklich bis zum Ende die beste Möglichkeit sucht. Also es war jetzt nicht unbedingt ein Fehler von Tyler, ja. Aber wenn der Ball sogar geblockt wird, ja prima. Wieder gleiche Situation, über rechts an den langen Ball zum Center. Und wieder Tyler mit einem prima Assist hier. Ist heute eher der Passgeber als der Scorer. Und das braucht man ja genauso. Melvin Kapinski mit seinem ersten Saisontreffer und dem 7:1 für Potsdam. Ja, der hat sich das erarbeitet jetzt über die Zeit. Ne? Ja. Das muss man so sagen. Auch ein toller Junge. Ganz, ganz fleißig, ohne Allüren, ohne negative Attitüde. Für ihn steht immer der mannschaftliche, der Ausschluss war natürlich dämlich, wie man, ich hätte unnötig gesagt, aber du bist der Experte. Ja, genau, das war nicht nur unnötig, sondern richtig dämlich. Nee, Melvin Kapinski wirft da den Ball weg und klarer Ausschluss. Aber ansonsten wirklich ein Spieler, den sich jeder Verein, jede Mannschaft wünscht, der mannschaftliche Erfolg über alles geht, der bereit ist, alle Positionen im Spiel zu übernehmen, Verteidiger, Angreifer. Und Hannover geht jetzt so ein bisschen gehen so ein bisschen die Lösung aus. Ja, genau. Also und vor allen Dingen in so einer Situation, wo es nicht läuft, dann sind dann eben so eine Überzahlmöglichkeiten, die, wo man vielleicht auch mal durchatmen kann und mit
mit geschicktem Passspiel einfach zu einem leichten Treffer kommt. Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, dass Arne noch nicht so richtig heute zum Zug gekommen ist. Und in dem Moment, das ist auch schon weit weg, ja. Und wie so ein Fadeaway beim Basketball. Ja, ein bisschen, ja. Fadeaway-Shot von Arne Hofmann. Erster Treffer für unseren Kapitän. Der natürlich, wenn man das so beobachtet, in einer ganz anderen Rolle hier ist. Bei der Männermannschaft profitiert er natürlich A von einer exzellenten Schusstechnik, Schusskraft, aber auch von seinen Mitspielern. Also er kriegt wirklich gerade von seinem Bruder Till sehr viele Assists im Halbkreis. Und dadurch, dass da eben noch viel mehr Leute sind, die sehr, sehr gut werfen können. Oh, jetzt aber prima. Ja, das ist jetzt die neue Regel, oder nicht mehr neu, ja, ist jetzt schon eine Weile. Der Center setzt sich durch und das wurde sozusagen von Handball so ein bisschen abgekupfert, dass gewartet wird, ob ein Tor entsteht. Und wenn es dann nicht entsteht und vorher eine klare Behinderung vorlag, gibt es dann im Nachgang den Strafwurf. Aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Neuerung. Und sonst wurde vorher schon auf Strafwurf entschieden? Nee, da wäre jetzt gar nicht gepfiffen worden. Wäre abgewartet worden, der Ball ist nicht im Tor und dann ist Pech gehabt. So war es vorher. Und da war es eben auch so, dass in dem Moment, wo der Ball auf der Hand ist, noch alles erlaubt war. Und jetzt ist aber, wenn der... Und das ist grundsätzlich auch so, also wenn ein Spieler im Wasserball den Ball auf der Hand trägt, kann mit ihm mehr oder weniger alles gemacht werden. Außer er ist in dieser exponierten Position direkt vor dem Tor. Jetzt ist ja gleich Halbzeit. Na ja, noch zweieinhalb Minuten. Zweieinhalb Minuten. Gibt es Stellschrauben, an denen Potsdam noch drehen muss? Oder kann man sagen, das Spiel läuft sauber durch? Ich bin ist ganz zufriedenstellend. Die Center, also die du hast es ja auch schon gesagt, die Leute auf der 2-Meter-Linie machen hier eine tolle Partie, werden jetzt auch gut bedient. Eben der Pass von Joao Petena auf Michael Vorogoschin. Und Michael jetzt inzwischen mit seinem vierten Ausschluss, den er holt, das ist wirklich viel in einer Halbzeit. Und da ist dein kleiner Jonas, den du als stellvertretender Klassenleiter ab der 7. Klasse mit begleiten durftest. Jonas Große. Schottlauf war fast abgelaufen, kam ja der verfehlte Pass eigentlich dazwischen und dann macht es Jonas trotzdem noch. Hat dann doch recht viel Platz gehabt dafür, ja, dass der Ball eigentlich weg war schon. Ja, aber auch der Ball wirkte jetzt, ist mal schwer zu sagen von hier oben, aber nicht unhaltbar. Aber war schon recht platziert. Ja, 9-2. Mal schauen, was sich Attila Demir und exklusiv, würde ich fast sagen, mit auf der Bank sitzt Milan Sagat als der Männertrainer der White Sharks. Der war ja gestern auch schon da. Auch das ist natürlich eine prima Geste von Milan, dem neuen Trainer da zur Seite zu stehen. Ja. Aber auch Slavo mit einem recht ruhigen Coaching, aber bei 9-2 kann man natürlich auch wenig zurücklehnen. Ne? Na, insgesamt ja auch Slavo mit einer wirklich tollen Bilanz, seit er bei uns ist. Zweimal in Folge jetzt die U18-Meisterschaft gewonnen, davor Bronze, also es ist eine exzellente Arbeit, die Slavomir in der Altersklasse dort mit den Jungs macht. Und eben auch Hand in Hand mit mir als U16-Trainer und Hand in Hand vor allen Dingen aber auch mit unserem Männertrainer. Wir haben es vorhin erwähnt, 5 der Spieler aus der Potsdamer Mannschaft in der Trainingsgruppe unserer Erstligamannschaft. Ja, das kann man von außen ja wirklich sagen, dass es da kein Kompetenzgerangel gibt, sondern eine gemeinsame Idee des Vereins. Und die Jungs natürlich davon profitieren, dass durch gute Absprachen sie auch gut eingesetzt werden. Ja, nee, muss man wirklich sagen, dass da ziehen wir alle an einem Strang, das macht richtig Spaß. Wir haben natürlich auch das Glück eines vierköpfigen hauptamtlichen Trainerteams. Gestern war ich noch mit David Skillen, unserem Trainer für die erste Förderphase, zusammen in Stuttgart mit der U14. Slavomir unterstützt mich bei U16. Oh, da den Strafwurf, oder den muss man glaube ich nicht geben.
Schauen wir noch mal hin. Ja, ist durch, aber eigentlich wirft er selber den Ball so ein bisschen weg. Aber man kann schon sagen, das ist das Ergebnis der Arbeit von Melvin, der jetzt hier die erste Halbzeit über extrem viel tut. Also das ist ja, also aus meiner Sicht schon die wichtigsten Leute im Angriff. Neben Elias mit guten Abschlüssen sind aber Melvin Karpinski. Ja, halbherziges Absichern der White Sharks. Davon profitiert. Normalerweise müssen die Spieler dann eben schneller starten, um solche Abpraller noch zu holen. Und Melvin hat da Glück, der Strafwurf wirklich schwach geschossen, aber im Nachsetzen erfolgreich. Ja, was ich sagen wollte, also die beiden stärksten, offensivstärksten Leute sind tatsächlich Melvin Karpinski und aber auch Michael Worosowski auf der Center-Position. Noch ohne Tor, aber mit 4 Zeitstrafen, die er nimmt. Ja, Nummer 5 und Nummer 10 von Hannover schon mit 2 persönlichen Fehlern. Ja. Ist das ein Problem für die, dass schon recht früh eigentlich sehr belastet sind? Jetzt erst gucken wir uns mal das Tor nochmal an. Noel Palata mit einem exzellenten Schöncenter-Tor gegen Elias Goethe. Da muss dann eben Elias in solchen Situationen, wenn die Hilfe nicht rechtzeitig kommt, da muss er, wir sagen, immer den Kopf abreißen. Also auf jeden Fall ist da das Wahl der Mittel, den Ausschlussfehler zu nehmen, anstatt das Tor. Ja, und ist ein Riesenthema in der Sportart Wasserball, gerade im Nachwuchs, das Management der Ausschlüsse. Bei uns ja Marian Koop auch schon mit 2 persönlichen Fehlern. Bei 3 persönlichen Fehlern ist Schluss. Muss er machen. Oh. Ja. Nochmal mit einer Parade, Erik Heinrich. Hatte sonst ja, wenig Chancen bzw. ein bisschen Pech im Tor. 10:3 zur Pause. Ja, und bei Hannover mit 2 Fouls belastet. Leo Ahrens, Center-Verteidiger. Dann die Nummer 5, das ist der Center, das ist eher ungewöhnlich, Noel. Und die Nummer 10, Frederik Schröder. Und im Jugendbereich ist es dann halt oft so, dass man ja auf der Bank nicht so viele gleichwertige Leute hat, sodass dann eben auch das Gesamtniveau abnimmt, wenn man dann eben Stammspieler verliert. Ja. Ja, hier im Bild Slavomir Anuskevic, trotz der hohen Führung. Ist er schon, gibt ein paar eindringliche Anweisungen, ist nicht ganz zufrieden mit einigen Aktionen, Situationen seiner Spieler. Und ich glaube, das ist auch richtig und wichtig, jetzt dran zu bleiben. Wir haben darüber gesprochen, das mannschaftliche Training ist im Wochenverlauf schon sehr zerrissen, dass eben auch solche Punktspiele tatsächlich auch ein Stück weit immer Trainingssituationen sind, weil sehr viel Gelegenheit hat Slavomir Anuskevic nicht mit der Mannschaft gezielt im Mannschaftstraining zu arbeiten. Von daher nutzt er hier die Chance und gibt klare Anweisungen, was er sich noch verbessert wünscht jetzt in der zweiten Halbzeit. Und Jan, bei dir fehlt es dir ein bisschen, das Lehrer-Trainer-Dasein oder bist du happy mit der neuen Aufgabe als, was machst du, Mathe, nee, Deutsch und Sport? Deutsch und Sport. Ich hab jetzt auch schon 3 Spiele meiner Jungs gesehen, die ich vorher trainiert habe. Und wenn ich in der Halle bin, da habe ich dann schon so ein bisschen Wehmut, wenn ich dann auch sehe, wie die Jungs sich entwickeln und welche Aufgaben sie dort lösen müssen. Es ist einfach ein anderer Beruf. Ich glaube auch nicht, dass ich das für mein Leben noch mal ausschließe, im Sport zu arbeiten. Das klingt gut, danke.
Allerdings aktuell zu meiner privaten Situation passt das ganz gut jetzt. Aber ja, ich bin gern hier. Jetzt habe ich halt auch mal Zeit, zum Wasserball zu kommen. Das ist ja auch schön, dass man ja selber entscheidet, wann man in der Sporthalle ist. Das macht mir sehr viel Spaß. Ja, der liebe Jan mit drei ganz süßen Kindern. Ja, da gibt es dann noch mal auch andere Aufgaben, die man am Wochenende sehr gern wahrnimmt. Als in einer warmen Schwimm- oder Turnhalle zu stehen. Was sage ich jetzt als Trainer von Hannover zu meinen Jungs? Ja, jetzt sind ja auch keine Kinder mehr. In der Kindermannschaft würde man sagen, Männer, stellt euch vor, es steht 0-0 und wir kämpfen weiter. Okay, du bist eher der Typ. Aber wenn ihr euch jetzt anstrengt, kriegt ihr morgen frei. Naja, ich glaube, dass Hannover schon weiß, dass wenn Potsdam gut spielt, sie aktuell im Jahrgang besser sind. Also Hannover, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir zweimal Vizemeister geworden sind mit 2007. Bravo, Maurice, richtig toll. Ja, da war unser Maurice dran. Und Hannover im Vergleich ist Dritter geworden im Jahre 2007, aber hat das Spiel gegen uns dort damals in der Endrunde auch sehr hoch verloren und war jetzt in dem Jahrgang 2008 nicht mal auf der Endrunde. Das ist für Hannoveraner Verhältnisse zumindest ungewöhnlich, weil die schon zusammen mit uns, glaube ich, die beste Nachwuchsarbeit in der Kontinuität machen. So, was sagt man als Trainer? Naja, man wird schon sich ein paar Dinge wünschen, vielleicht eben diese vielen Ausschlüsse auf der 2-Meter-Linie ein bisschen zu verhindern, da Anpassungen zu schaffen. Am Ende ist es ja für Attila Demir und seine Mannschaft auch eine komplett neue Situation. Und Also was mir auffällt, ist, dass sie recht wenig Druck gegen die rechten Angreifer machen, die ja die Pässe spielen dürfen, die jetzt sogar abschließen dürfen auf den Positionen. Ja. Ist das eine Möglichkeit, dass sie dort einfach mehr Handlungsdruck erzeugen müssen auf der Verteidigungsposition? Ja, das ist ja immer der Preis, ne? Also es wird schon von den, ich habe ja gesagt, wir haben keine Linkshänder, also wird der Gegner immer die Zone von der Seite. Ah, jetzt wieder starkes Center-Tor, starker Pass vorher. Slavomir ist da sauer, weil eigentlich Jonas vielleicht die Möglichkeit gehabt hat, den Pass abzufangen. Egal. Und spielt eben diese Zone, also die, um den Center abzuschirmen von der Seite der Rechtshänder. Der Preis ist aber, dass diese Rechtshänder dann natürlich jederzeit passen und schießen können. Und eben kein Druck haben in den Entscheidungssituationen. Berühmte Tod, für den man sich entscheiden muss, ja, wie man sterben möchte im Spiel. Jetzt kommt Arne von der Seite als zweiter Center. Sicherlich immer eine gute Option, mit so einem zweikampfstarken Mann zu spielen. Und ja, der Schuss da zu schwach. Da war Slavo recht ungehalten. Das ist wahrscheinlich die Rückzugsproblematik, die man ja im Spielsport sehr, sehr wichtig findet. Ja, jetzt haben wir Schwierigkeiten da auf der Center-Position, gerade ein Tor gefressen. Und jetzt haben wir Schwierigkeiten da, Ausschlussfehler. Aber wieder gut verteidigt. Ich glaube, wir haben noch kein Tor in Unterzahl kassiert. Da steht die Verteidigung wirklich exzellent. Aber auch Maurice mit einer sehr konzentrierten Leistung. Ja. Also bin wirklich sehr angetan von Maurice' Spiel hier. Gute Kooperation mit dem Verteidiger. Mhm. Und da steht er ganz allein. Strafhof, ja, ja. Schauen wir nochmal hin. Wiederholung. Achso, Erik ist gerade weg, deswegen haben wir keine Wiederholung. Aber da eine Riesenlücke in der Verteidigung bei den White Sharks gewesen. Und dann wurde wieder mit der Viermannschaftskapitän Alexander Mitic an seine zweite. So, jetzt haben wir zwei Strafwürfe in Folge vergeben. Schauen wir mal. Und Nummer 3. Aber am Nachfassen. Oh, kriegt er nicht.
Ja, auch erstaunlich, dass Arne da immer seinen Mannschaftskameraden den Vortritt lässt. Normalerweise, wenn man von der Effizienz der Strafwurfmöglichkeiten ausgeht, müsste eigentlich immer Arne diese Dinger verwandeln. Aber der geht zwar an den Pfosten, aber Maurice verkürzt den Winkel echt gut aus dieser Situation. So, jetzt mit Kampf. Schade. Oh, aber das war für mich, das war eben so eine Situation, wo ich würde sagen würde, da war vorher jetzt in der Situation, ist Strafwurf, er festigt den Arm. Da verstehe ich nicht, warum der 5 Meter da nicht gegeben wird. Also das war für mich die erste klare Fehlleistung der Schiedsrichter. Aber bis hierher unauffällig, weil es das Spiel aber auch hergibt, dass man... Ja, beide Mannschaften spielen erstmal sehr diszipliniert. Sehr angenehm für die Schiedsrichter. Und da muss man auch sagen, dass es zwei exzellente Schiedsrichter sind. Zwei Erstliga-Schiedsrichter aus dem Männerbereich mit Christian Landmann und Jan Rohmer. Also da auch, finde ich, eine sehr gute Ansetzung für dieses Topspiel gefunden. Schön, dass das dann immer mal so klappt. Aber da ist am Sonntag sind die dann doch eben immer noch mal ein bisschen freier, die Schiedsrichter. Weil die meisten Partien der Bundesliga am Samstag stattfinden. Ja, Arne kriegt keinen Freiwurf. Naja, da fehlt es dann so ein bisschen in der Konsequenz der Bewegung. Korrigier mich, aber wir haben noch gar keine Auszeit erlebt, kann das sein? Aber das war für auch ein Strafwurf, oder? Schauen wir mal hin. Das macht er jetzt noch gut, aber... Oh ja. Ja, also wirklich. Naja. Trotzdem zwei gute Schiedsrichter. Haben wir schon ein Timeout erlebt? Nee. Wäre das jetzt eine Möglichkeit für Slavo? Also, es lief jetzt nicht ganz so rund, würde ich sagen. Ja, aber dann... Oh, jetzt gibt es Timeout wie auf Bestellung. So, gucken wir mal hin. So, Marian verliert den Ball. Und jetzt weiß ich gar nicht, warum er rausgeflogen ist. Also waren jetzt irgendwie drei Situationen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Und schade eben für Marian Koop. Damit sein dritter persönlicher Fehler und darf nicht mehr eingesetzt werden. Und Timeout. Und tatsächlich wird in aller Regel, Jan, um deine Frage zu beantworten, Timeouts nach diesen vor diesen Überzahlmöglichkeiten genommen. Und ja, ich weiß, was du meinst, die Mannschaft wieder ein bisschen zur Konzentration mahnen und so weiter. Ja, aber er hatte eben auch gerade die Halbzeitpause, die hat er ausgiebig genutzt. Ja, stimmt. Und ich glaube, er kennt auch die Ursache. Das ist so ein bisschen die hohe Führung, die den Spieler die Intensität und Bereitschaft so ein bisschen nimmt. Orki ist heute wieder richtig drauf, der tanzt da drüben vom Fans. Bin ich auch beeindruckend. So, Überzahl. Orki, jetzt wieder ein bisschen langweilig da. Naja. Oh, ich guck mal wieder aufs Spielfeld. So. Schön verteidigt von Tyler. Ein bisschen zu viel Platz gelassen. Ja. Ja, aber Slavo, ja, orientiert sich ein Tick zu spät, Maurice. Und ich glaube, er war auch recht platziert. Also ist er mit der Wahl nicht schlecht geschossen. Slavomir moniert, also unser Trainer Slavomir Andruskiewicz moniert bei Maurice, dass er eben nicht mit einer Hand zum Ball geht, weil er kann hätte er mit der anderen, der linken Hand noch ein bisschen stützen können im Wasser und hätte vielleicht ein paar Zentimeter Höhe gehabt und Maurice versucht mit beiden Händen zu halten und dafür war der Ball einfach zu hoch. Aber es war jetzt auch nicht so spitzenmäßig verteidigt. Ja, jetzt sind wir wirklich so ein bisschen... Es plätschert dahin ein wenig. Ja. Haben wir in dem Viertel schon ein Tor erzielt überhaupt? Eins, glaube ich, oder? Also wenn ich mit 10-3 in die Hand... Ja, 10-3, glaube ich, war es zur Halbzeit. Also. Wieder mit einer guten Abschlussmöglichkeit.
gut gehalten. Nee, war nicht erhalten. Ich hätte es gedacht. Weil wenn es gehalten worden, also wenn es dann wert. Nee, ich glaube, es war Außenpfosten, das sah jetzt bloß so aus. Okay. Aber trotzdem, dass der Schuss am Tor vorbeigeht, hat natürlich schon die Ursache auch Maurice, der. Na, jetzt macht das. Ja. Das ist schon seine Spezialität, da Tyler Kugler von der rechten Seite mit, mit seiner Geschwindigkeit und starken Beinen da trotz der Attacken der Hannoveraner. Das freut auch Orki. Orki ist richtig geil auch. Du, 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 du. Das war Nummer 12 für die Orkas. Torschütze mit der Kraft Nummer 4. Zwölf zu fünf. Potsdam schon sehr früh jetzt. Ja, schön sicher. Aber auch schlau, schlau verteidigt auch von Arne. Ja, geht erst weg, dann lässt der Spieler sich sehr viel Zeit. Handball in Eisers täuschen sinken, dass man eine Abwehraktion antäuscht und sich dann zurückfallen lässt und so den Angreifer in eine Handlung zwingt. In diesem Fall hier zum Wurf. So dass man immer wieder kleine Vorteile hat, auch als Verteidiger und Torwart. Ja, aber jetzt war der so, dass. Was war jetzt? Ausschlussfehler? Achso, wegen Tretens. Arne in der Angriffssituation. Passiert relativ selten. Normalerweise gibt es dann einfach Stürmerfoul. Aber die Schiedsrichter können natürlich auch in Situationen, in denen in der Schirmerfoul zu hart vorkommt, Ausschluss geben. Orki trommelt gerade wütend gegen die Wand. Kann mit der Entscheidung des Schiedsrichters überhaupt nicht anfangen, Orki. Und der ist echt Fachmann. Oh. Gibt es da, wenn das jetzt eine knappe Entscheidung wäre, würde man so, ich offenbar hat Arne sogar einen Ausschluss, eine Matchstrafe bekommen, oder? Meine Güte. Was heißt Matchstrafe? Das heißt also, dass das Foul so hart war aus Sicht der Schiedsrichter, dass er für den Rest des Spiels ausgeschlossen wird. Eine rote Karte. Ja, genau. Und die rote Karte wird auch gezeigt bei Wasserball, aber man sagt auch Rolle, weil der Schiedsrichter so eine rollende Anzeige macht. Aber jetzt Ausschlussfehler bei Hannover und ich glaube, jetzt genau ist der Timeout richtig. Der Kapitän mit der Matchstrafe, wir haben Überzahl. Jetzt nochmal alle Gemüter beruhigen. Nicht, dass noch irgendwie sich jemand zu einer gröberen Aktion hinreißen lässt. Haschi, halt mal auf Orki, das ist ja okay. Also, hat der was genommen heute? Oder? So ein bisschen apathisch, oder? Ich kann die Augen nicht so richtig einschätzen. Guck mal. Herrlich. Ist das herrlich? Und da sehen wir auch zwei Sponsoren. Pro Potsdam, St. Marienkrankenhaus und Orki. Aber sowas von hier drauf. Ja, das läuft ja auch für Potsdam. Also bei plus 7 kann man ja auch gut drauf sein. Aber ich finde, wir sollten uns langsam auch wieder auf das Spiel. Nein, kann ich nicht. Ich habe nur noch Augen für Orki. Okay, Potsdam in Überzahl. Der ist ja nicht zu bremsen, das ist so cool. Luftgitarre, der kann alles. Ja. Aber Heiko am Pult macht auch super Musik. So, Tyler. Oh, was? Achso, wir versuchen unseren Linkshänder Joe. Oh, das war natürlich eine interessante Wurfbewegung. Also muss sagen, bei allem Lob, was ich in der ersten Halbzeit an Elias Goethe verteilt habe, muss man das jetzt schon ein bisschen, läuft die zweite Halbzeit nicht so. Zwei Strafwürfe vergeben. So ein klassischer Spielverlauf in einer Jugendmannschaft nach hoher Führung zur Halbzeit. Also schon oft erlebt. Jonas beschwert sich da über den Pfiff, aber also der passt auf jeden Fall in die Linie, die Schiedsrichter hier haben. Zumindest Jan Robra hat, der hat gegen die Sharks auch eine Menge Zeitstrafen verteilt. Von daher entspricht das der Linie. Unglücklicher Treffer.
aus Sicht Potsdams glücklicher Treffer für die White Sharks, also Hannover. Man kann jetzt sagen, wir verlieren das dritte Viertel bisher 1-3. Ja, wir spielen auch nicht gut. Jonas ist da immer noch beschäftigt mit den Schiedsrichtern, regt sich da auf. Ja, ich glaube, es ist jetzt fehlerhaft, sich da mit den Leuten von draußen zu beschäftigen. Wir spielen einfach aktuell wirklich nicht gut. Arm der Schiedsrichter ist nicht oben, deswegen darf nicht geworfen werden. Letzter Wurfversuch von Fabian Liedtke. Und 12-6 nach einem, ja, aus Potsdamer Sicht kann man schon fast sagen, enttäuschend. Ja, Slavo auch recht unzufrieden. Nummer Hinweis, wir haben natürlich auch wieder einen Livestream mit André Lauber als Chefkommentator. Erik Niers an der Technik und die Bildaufnahmen mit der Kamera. Stefan Hasche, den Co-Kommentator, habe ich gleich rausgekriegt. Kriegen wir noch raus. Ah, die meinen dich, Jan. Ja, mystischer, geheimer Co-Kommentator. Jan, Kieske, vielen Dank für deine Hilfe. Hallo, Till. Hast du noch gute Laune? So. Nach dem Viertel, Till fragt mich gerade, ob ich noch gute Laune hätte. Till Hofmann hier, schöne Geste, guckt deinem Bruder beim Wasserballspielen zu. Nach dem Viertel ist meine Laune nicht mehr ganz so gut, Till. Aber Slavomir ist auch nicht. Also alle schlechte Laune. Vielleicht. Ja, das ist eigentlich schade, weil die erste Halbzeit wirklich gut war, sehr konzentriert. Ja. Und ja, jetzt geht es darum, jetzt nochmal eine Zielsetzung fürs letzte Viertel zu entwickeln. Ja, zumindest formuliert Slavomir lautstark eine Zielsetzung. Ja, die müssen das halt nur noch umsetzen. Ja, er kann ja nicht ins Wasser springen oder selber machen. Na, das würde er auf jeden Fall besser machen. Ja? Also letztendlich darf er, ich glaube, er war dreimal Torschützenkönig der ersten Liga, Slavomir. Ein unheimlich vielseitiger Spieler, beschäftigt sich unheimlich intensiv aktuell mit Paul Koenigke, habe ich das Gefühl. Aber Slavomir selbst ein exzellenter Spieler. Viele sagen, der Deutsche Schwimmverband habe damals den Fehler gemacht, ihn nicht einzudeutschen. Interesse war von ihm da und er hätte sicherlich in der besseren Zeit des deutschen Wasserballs die Mannschaft da nochmal gestärkt. Kann alles spielen, rechte Seite, linke Seite, Center, Verteidiger. Hat er auch gemacht bei den Wasserfreunden, Spanner 04. Also der sieht auch nach einer enormen Armspannweite aus. Ja, ja, ist riesig, hatte und so. Kann eben ein Spiel lesen und das konnte er schon als Spieler. Und ist wahnsinnig ehrgeizig und das ist richtig schön. Er will immer gewinnen und ist immer engagiert beim Training. Also ganz. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn haben. So, Potsdam jetzt mit Tyler Kugler. Elias Goethe jetzt am Ball, der heute viel auf der linken Seite zu finden ist. Und da exzellentes Center-Anspiel auf Fabian Liedtke, der das auch nicht schlecht macht. Micha muss bloß als der andere Center, hier sieht man es, dass der Center-Verteidiger von Micha dort helfen kann. Und das ist sozusagen immer so ein bisschen die Maßgabe, dass der eigentliche Center den Verteidiger. Bravo, Maurice! Ganz starke Leistung. Schauen wir doch mal hin. Normal ist das ein klarer Strafwurf, aber er spekuliert, zack, und nimmt den Ball aus der Hand. Ja, das ist super Leistung. Ja, er spielt gut mit. Also er liest die Situation und ist dann immer schon einen Tick vorher da. Stark. Er wäre auch ein guter Feldspieler geworden. Er wäre wirklich, ist ja auch unheimlich schneller, also ein Sportler. Schneller Schwimmer. Und der ist ja allgemein ein sehr guter Sportler. Ja, ich hatte ihn ja im Sportunterricht. Wir haben ja Weitsprung geübt. Ja, und springen kann der Bursche, also wie ein Flo. Der springt wirklich wie ein Flummi. So, zurück zur alten Stärke. Bälle auf die 2 Meter, du sagst es, vielleicht hat das auch so ein bisschen gefehlt. Und Melvin Kapinski jetzt mit einem klassischen Center-Tor. Ja, man braucht schon Druck von hinten, um gute Center-Anspiele zu machen. Ja.
diesen Druck haben wir vermissen lassen, deswegen war es wahrscheinlich schwieriger, auch den Center zu erreichen. Und da sehen wir eben Melvin gerade vorne mit dem Tor. Jetzt ist er hinten in der Center-Verteidigung. Ist sich für nichts zu schade und ist wirklich auf der 2-Meter-Linie schon einer der stärksten Spieler. Und da sehen wir das, was ich vorhin beschrieben habe, dass Melvin eben, jetzt sehen wir es gleich nochmal, in dem Moment, wo der Ball kommt, gehen beide Hände raus, da sehen wir es. Und die Spieler können den Ball abschwimmen. Und das war genau das, was in der ersten Halbzeit bei Hannover zu den vielen Ausschüssen geführt hat, dass dort die Hände des Verteidigers weiter am Mann bzw. im Wasser waren. Ja, Melvin, toller Spieler, recht unauffällig, aber sehr, sehr wichtig für dieses Spiel. Ja, in dem Spiel. Ja, Elias, nee. Das reicht einfach die Power nicht mehr. Lieber nochmal den Querpass spielen. Auf der rechten Seite, da sieht man, sind Leute ganz alleine. Tyler kann da sicherlich auch noch dichter ans Tor auf rechts, aber hat wahrscheinlich schon damit gerechnet, dass Elias den Abschluss sieht. War das auch Melvin? Ja. Da ist so ein bisschen Frust drin. Seine beiden Kumpels, Jonas und Arne, dürfen nicht mehr mitspielen. Dann übernimmt er jetzt deren Energie und haut den aus der zweiten Reihe rein. Eigentlich nicht seine Superkraft, Schüsse aus der zweiten Reihe, aber der hat gesessen. Und inzwischen sein vierter Treffer. Während, ja, aus meiner Sicht im Angriff Elias Goethe in der ersten Halbzeit, bis jetzt Melvin doch der spielbestimmende Mann in der zweiten Halbzeit. Auch Gelegenheit für Slavomir, ganz junge Spieler ins Wasser zu bringen, wie hier jetzt auf der rechten Seite in der Verteidigung. Felix Reichert. Gut. Im Übrigen auch Linkshänder, also wir haben zwei Linkshänder, aber die sind halt noch nicht ganz so erfahren, um der Sache hier wirklich spielbestimmt Einfluss zu geben. Was man auf jeden Fall sagen kann nach den beiden Treffern von Melvin, ist die Partie jetzt auf jeden Fall entschieden. Ja. War sie wahrscheinlich vorher schon mit 6 Treffern Vorsprung. Aber jetzt ist es eindeutig durch. Und jetzt kommt Tyler auch nochmal mit seiner Stärke, dem Schuss zur Geltung. Ja, man wünscht sich als Trainer, dass man auch nach einer höheren Führung gut aus dem Spiel herausgeht und das nicht so nach hinten raus nachlässt. Weil du ja vorhin auch angesprochen hast, dass das die einzige Möglichkeit ist, über die Woche hinaus mal gemeinsam zu spielen und Dinge einzuüben. Und deswegen kann ich dann den leichten Frust von Slavo auch ein bisschen verstehen, dass das zwischendurch nicht so lief. Aber jetzt scheinen sie sich zu sammeln und ziehen es bis zum Ende durch. Ja, und wirklich auch mit klaren und einfachen und durchdachten Entscheidungen, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung. Also gerade auf beiden Seiten des Feldes die ersten 3 Minuten des Viertels sehr gut. Stark. Ja, war so eine Grenzsituation von Michael gut verteidigt, weil er mit der linken Hand nochmal zum Ball geht. Wahrscheinlich hätte es aber auch Strafwurf geben dürfen, aber der Pfiff, was die Strafwürfe betrifft, passte zumindest zur Linie der Schiedsrichter. Also da gab es vorher eindeutigere Situationen. So, Elias wieder mit dem Schussversuch. Oh. Und wer es oft versucht, der trifft dann auch. Wer sucht, der findet. Wer sucht, der findet. Aber du weißt ja, man braucht eben auch Spieler, die nach 4, 5 Aktionen, die nicht so waren, dann trotzdem weiter die Courage besitzen, weiterzumachen. Und das ist, also das kann man, mangelndes Selbstvertrauen kann man Elias Goethe jedenfalls nicht bescheiden. Und jetzt steht es 16-6, das ist dann doch recht deutlich. Jo. Elias auch mit seinem vierten Treffer, Melvin 4, Elias 4, Jonas und Tyler je 2, Arne 1, Tom Luca 1. Marian Kopp auch 2 Punkte. Ja, das ist dann auch schon interessant, wie sich so ein Spiel nochmal verändert, wenn so spielbestimmende Spieler ausscheiden, so wie Arne, wer dann doch nochmal Verantwortung übernimmt. Ja.
Ja, und eben auch interessant zu sehen, ja, dass Arne in jedem Erstligaspiel, also er hat jetzt in 4 Spielen unfassbare 20 Tore erzielt und darunter auch 4 gegen die Wasserfreunde Spandau 04. Und hier kommt er gerade auch ein. Stark verteidigt. Es ist eben doch eine andere Rolle, in der Arne hier U18 Bundesliga. Oh, jetzt ist hier Chaos ausgebrochen. So. Ascha! Ball unter Wasser. Jetzt gibt es Strafwurf. Ja, weil Maurice den Ball unter Wasser drückt, oder? In der Situation. Schwer zu erkennen. Aber. Ja, war ein bisschen. Potsdam dachte, wir haben den Ball. Tom Luca verliert ihn da wieder leichtsinnig. Wechseln, will während des Spiels wechseln. Und dann geht alles in die Hose. Na ja, gut. Ja, dann darf sich Maurice auch mitnehmen. Ja, Maurice mit einem Strafwurf hier oben auf der bunten Tafel eintragen. 16-7. Nicht dramatisch. Ja, Treffer Siegel für die Mannschaftstorschütze, der Mannschaftskapitän Alexander Mitschka. Relativ wenig Bereitschaft, sich da für Melvin anzubieten. Naja, der steht in der anderen Hälfte. Ja. Und jetzt zieht Hannover zurück, spielt wieder Zone. Melvin. Nee. Aber gute Blockade. Wer hat da den Schuss genommen? Fabian Liedtke. Ja, für ihn jetzt sicherlich auch ein wichtiges Jahr. Hat eine fantastische Entwicklung genommen. Eine großartige U16-Saison gespielt. Der wahrscheinlich schnellste, schwimmstärkste Spieler in dem Jahrgang in Deutschland. Aber jetzt muss er sich eben auch in der höheren Altersklasse beweisen. Und nochmal einen Schritt gehen. Weiter ein 16-7 für Potsdam. Gut aufgepasst, den Centerpass da von Elias Goethe auf Melvin Kapinski abgefangen. Freiwurf wird es versuchen, Alexander Mitiska direkt abzuschließen. Oh. Und macht es. Ganz tolles Tor. Sein inzwischen 4. Aber das war stark, weil das zu sehen mit der Präzision stark. Ah, Maurice auch weit vorm Kasten. Das ist immer halt so ein bisschen Risiko. Slavomir da auch nicht ganz zufrieden mit seinem Torhüter. Aber unterm Strich muss man sagen, dass Maurice. Das Torhüter-Duell gewinnt in dem Spiel. Würde ich auch sagen. Und dass Maurice im Vergleich zu seinen Vorderleuten die wenigsten Fehler hier heute gemacht hat. Aber auf den Torhüter rumhacken, wenn er das Ding reingekriegt hat, ist auch nie falsch. Nee, na, der Ball war natürlich sehr präzise gespielt, aber der wird auch deswegen. Der Spieler traut sich auch deswegen, weil eben Maurice in der Situation viel zu weit vorm Kasten steht. Ja. Und da auch Fabian. Und das war wirklich eine gute Situation. Die muss er besser nutzen. Das war keine schwere Parade. Ja, wir nehmen jetzt viele Würfe. Also beim Handball sagt man so eher unvorbereitete Würfe. Mhm. Das ergibt sich sicherlich auch aus der Spielsituation. Und dann die Disziplin ein bisschen nachlässt. Ja. Und dann fehlt aber auch so ein bisschen, also man kann jetzt auch bei Fabi nicht sagen, dass die Entscheidung falsch war. Da fehlt ein bisschen aber Power, ne? Fehlt Power und er kann besser. Aber ist jetzt auch auf beiden Seiten recht zerfahren. Bisschen Run and Gun, ja, ja, ja. Noch eine Minute zu spielen, wieder ein Überzahlspiel, überstanden.
übrigens eure C1 spielt gerade gegen die SG OSF Berlin und führt knapp 40-26. Toll. Ja, das ist ein starker Jahrgang. Pascal, toller Trainer. Ja. Und super engagiert. Wieder mit den Fingerspitzen ran, Maurice. Da wurden die Ligen zusammengelegt in diesem Jahr, sodass eigentlich solche hohen Ergebnisse nicht mehr zustande kommen sollten. Ja, immerhin erzielt ja der Gegner auch 26 Stück. Oh ja. Ach, war drin? Mal gucken, wer das Tor eingerechnet bekommt. Ja, Melvin Kapinski. Der Ball war offenbar da über der Linie, bevor Keiler nochmal nachschubseln konnte. Und damit das fünfte Tor für Melvin. 17-8. Ja, tolle Partie von Melvin. Ja. Wie ist das mit der Ball muss mit dem gesamten Umfang hinter dem Pfosten sein oder hinter der roten Linie? Wie ist das? Nee. Genau, wie bei euch, glaube ich, oder? Also wenn man jetzt, wenn man in der Flucht beider Pfosten stehen würde, muss der Ball komplett hinter der Linie verschwunden sein. Das entscheidet dann der Schiedsrichter auf der Höhe sozusagen, gibt es keine Torkamera. Genau, also ist von unserer Perspektive überhaupt nicht zu erkennen, aber der Schiedsrichter läuft dann immer relativ schnell auf die Torlinie, kann er dann entscheiden. Bei internationalen Spielen gibt es Torrichter, die auf der Torlinie sind und bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften inzwischen auch eine Torkamera, die sozusagen in kritischen Fällen einschreitet. Da gibt es dann wirklich Situationen, dass das Spiel weiterläuft und auf einmal nach einer halben Minute wird unterbrochen und wurde festgestellt in der Zeit des weiteren Spielverlaufs, dass der Ball über der Linie war und dann wird sozusagen das Spiel bis zu dem Zeitpunkt zurückgedreht und das Tor gegeben. Und sicherlich eine ganz vernünftige Regelung, da halt teilweise sehr schwer zu erkennen ist, ob der Ball eben auch für so eine Millisekunde da kurz hinter der Linie war oder nicht. Die Hannoveraner üben jetzt nochmal was. Wie du siehst, ist der Torwart mit in unserer Hälfte. Also genau wie bei euch. Jetzt Überzahlsituation. Schafft man eine Überzahlsituation und es ist jetzt eher eine Übungssache. Aber natürlich in anderen Spielen, wo es vielleicht unentschieden steht. Jetzt ist natürlich Empty Goal. Komm, Maurice, nimm ihn dir. Und? Ja! Da freut sich kein Trainer, wenn man etwas üben möchte. Man erwartet den Abschluss mit der letzten Sekunde und nicht 6 Sekunden vorher, sodass man noch Empty Net Goal, heißt das beim Handball, kassiert, weil das halt auf der mentalen Ebene dann doppelt wehtut. Ja, aber wisst ihr, wem das größte Lob gebührt? Stefan Hasche. Er hat den Einschlag im Tor jetzt. Ja, und wie du das schon beschreibst, ja, auch die Tribüne, die sind ja ein paar Zuschauer da. Das bringt immer Energie. Freut das auch richtig. Jetzt, aber sie probieren es nochmal. Naja, 3 Sekunden würde ich jetzt reichen. Aber sie wollen jetzt wahrscheinlich. Oh, na jetzt sehen wir, jetzt ist ja mal gucken. Oh, und wir gucken zu Slavo. Weil das findet niemand gut. Aber der hat natürlich auch gepasst. Also muss man das schon mal sagen. Mal gucken, Potsdam. Komm, schmeiß doch einfach auch noch einen rein. 18-9 meines Erachtens. Oder hat es nicht gezählt, das Tor? Doch, natürlich. Jetzt da. Spielt die Uhr um. So, 0,1 Sekunden. Jetzt der schnellste Pass der Welt. Im Großen und Ganzen gutes Spiel von Potsdam, überlegene Mannschaft. Ja. Die Überlegenheit hat sich durchgesetzt mit einem kleinen Hänger nach der Halbzeit. Aber das ist, glaube ich, auch für eine Jugendmannschaft normal, dass da ein bisschen nachgelassen wird. Aber sie haben sich ja gut gefangen am Ende. Ja, ich glaube auch. Also unzufrieden muss man nicht sein. Peter möchte übrigens Spieler des Tages, gibt es zwei Jahre in der U18-Bundesliga, aber wenn Peti das fordert, wird sich keiner trauen, das nicht zu machen. Für mich war es Melvin. Oder Maurice.
über das gesamte Spiel. Wenn er nicht das Tor bekommen hätte, hätte Maurice noch eine Chance. Ja, genau. Ja, 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 ja. Ja, Maurice war auch stark. Kamera, danke an den Förderverein. Danke ans Bandpersonal. Genau, also verdienter Erfolg. Schöner Auftakt für Potsdam. Das Rückspiel findet, glaube ich, am 9. Februar in Hannover statt. Da haben wir genau die gleiche Konstellation. Samstag spielen da die Männer gegeneinander und Sonntag die U18. Ja, beiden Mannschaften auf diesem Weg. Eine tolle Saison, verletzungsfreie Saison. Und Spieler des Tages, jetzt gucken wir. Mit 5 Treffern in diesem Spiel war es der Spieler mit der Kappennummer. Macht's aber spannend. Macht's wirklich spannend. 8. Melvin Kapitzki. Das ist ja wie auf einer Weltmeisterschaft. Hier wird gefeiert. Doch, in Ordnung. Ja. Melvin hat ja gestern auch gespielt, so wie ich das verstanden habe. Nee. Oder? War Melvin? Nee, nee, Melvin war nicht da. Ja, aber vielleicht sind das die paar Prozente, die den anderen gefehlt haben heute. Aber wir freuen uns für Melvin, weil er hat sich das verdient. Aber er hat gespielt, er hat in der zweiten Mannschaft gespielt. Ah, okay. So, Oki überreicht die Tasse. Orki ist nämlich privat, macht der Keramik und bemalt die. Er kann nur beste Spieler. Das. Aber man kann auch sagen, dass mit Flossen kann man auch recht filigran arbeiten. Ja, so sehen die Tassen auch ein bisschen aus. Aber okay. So, getane Arbeit. Guck mal, wie entschlossen er von dannen schreitet, unser Orki. Lässt die Sharks einfach links liegen. Getane Arbeit. Ein richtiger Profi. Ab in die Maske, abschminken. Ist ja unheimlich viel Maske, ihr seht das. Ist ja ungefähr so ein halber Meter Maske. Ah, jetzt, okay. Vielen Dank, lieber Jan. Ja, hat ja sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ja auch, dass du hier warst. Können wir vielleicht auch mal wiederholen, weil es ist, glaube ich, spannend für mich. Für die Zuschauer, Zuhörer immer auch so eine Perspektive von sportbegeisterten Menschen, die aber nicht aus der Sportart kommen, zu hören. Hab ja schon mal mit deinem Mentor, guten Freund oder unserem guten Freund Alexander Hase das gemacht. Das kam, fand eigentlich auch viel Anklang, von daher sicherlich etwas, was man wiederholen sollte. Ja, dir lieben Dank, Jan, euch allen einen schönen Sonntag und wann seid ihr das nächste Mal wieder im Blue? Am 23. November kommt ihr alle gefälligst her und unterstützt unsere Mannschaft im Männerpokal-Achtelfinale gegen München hier im Blue. Das ist glaube ich, das letzte Männer. München neu auf der Landkarte des Wasserballs? Ja, nicht so richtig neu. Die spielen seit, glaube ich, im dritten Jahr B-Gruppe der Bundesliga und ja, die haben wir jetzt halt im Pokal gelost. Also gelost bekommen. Und ich denke, das wird aber eine recht klare Angelegenheit. Sollte eine klare Angelegenheit werden. Aber die Spiele machen ja auch mal Spaß. Viel Offensivwasserball, bestimmt eine Menge Tore. Und lohnt sich auf jeden Fall herzukommen. Zumal ist, glaube ich, das letzte Herrenspiel hier zu Hause in diesem Jahr. Danach geht es erst im neuen Jahr, am 18. Januar gegen den SV Ludwigsburg. Guck mal, lass uns nochmal die Kamera kicken hier um. Tschüss.